Kontren können ganz unterschiedlich aussehen, deren Struktur und Textur, vor allem wenn wir sie in zweidimensionalen Schnitten anschauen. Hier zeige ich jetzt mal eine Auswahl der verschiedenen Kontren-Texturen und wie die verwendet werden, um Kontren zu klassifizieren. Ich fange mal an mit Lichtmikroskopbildern. Da können wir schon ein paar Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede erkennen. Zum Beispiel, dass Kontren in der Regel rund sind oder zumindest sowas wie rundlich. Oder dass es sehr große Kontren geben kann und kleinere und auch winzige. Natürlich kann es ein Schnitteffekt sein, aber bei diesen winzigen ist es wahrscheinlich kein Schnitteffekt. Wie gesagt, manchmal vielleicht auch etwas Bruchstrukturen, meistens irgendwie rundlich. Wir können auch erkennen, dass zum Beispiel in dieser Kontre hier einzelne Körner, Mineralkörner drin sind, mit sowas schwarzem Homogen dazwischen, während in der Kontre hier mehr so einzelne Balken von Mineralen oder sowas vorhanden sind. Jetzt schauen wir Kontren meistens in Elektronenmikroskopbildern an, die sind ja sehr klein, und dann bekommen wir hier eine höhere Auflösung und sehen sehr viel mehr Details. Das sind jetzt vier Beispiele von porphyrischen Kontren. Das ist die Hauptgruppe der Kontren. Fast alle Kontren sind porphyrisch, 80-90% vielleicht. Jetzt werden Kontren auch in weitere Dinge unterteilt, also nicht nur porphyrische, sondern alle, zum Beispiel in Typ 1 und Typ 2 Kontren. Hier ist jetzt mal sind Typ 1 gezeigt, das heißt sind magnesiumreich, Typ 2 sind eisenreich. Dann können wir die ein bisschen anschauen. Jetzt sehen wir hier diese einzelnen Mineralkörner in diesen Kontren drin. Und das sind entweder Olivin, also es gibt Olivin in diesen porphyrischen Kontren, und am Rand oftmals ist es dann Pyroxen, kann auch in der Kontre vorkommen, das heißt noch Pyroxen. Und dann gibt es diese graue Masse hier so dazwischen. Die ist entweder feinkristallin oder glasig. Das ist zunächst mal ein Hinweis darauf, dass das Ganze irgendwann mal sehr schön abgekühlt worden sein muss, denn sonst kann kein Glas entstehen oder auch feinkristallines. Und das Material dazwischen nennt man die Mesostasis. Und die ist Calcium-Aluminium-reich. Und wenn es feinkristallin ist, ist dann vielleicht Feldspat, Pyroxen, ganz selten auch mal Quarz. Und wenn es glasig ist, ist halt so Feldspat ähnlich oder sowas. Damit sind so die ganzen Hauptelemente des Sonnensystems natürlich da drin vertreten. Magnesium, Silizium, natürlich Sauerstoff, Größenordnung darunter, so was wie Aluminium und Calcium. Das Eisen, sehen wir auch gleich noch mehr, kommt mehr so in Opakphasen vor oder eben in Typ 2 Kontren auch in den Silikaten. Ansonsten sehen wir, wie gesagt, hier mit diesen Olivinen, das ist dunkle hier außen, den Pyroxen, hier richtig glasige Mesostasis dazwischen, hier ist gleich mit dem Olivin, auch hier Olivin. Das ist nun mal, um so ein bisschen einen Überblick oder einen Eindruck zu vermitteln, wie ähnlich, aber auch unterschiedlich Kontren aussehen können. Dann hier nochmal vier porphyrische Kontren, diesmal mit Opakphasen. Da steckt also jetzt das Eisen drin. Die Opakphasen sind immer diese hellen Objekte hier, Elektronenmikroskop, Bild ist ein Z-Kontrastbilder. Z heißt Atomzahl, das heißt, je schwerer das Element, desto mehr Elektronen werden zurückgestreut. Eisen hat eine hohe Atomzahl im Vergleich zu Magnesium, Silizium, fast doppelt so viel. Und deshalb ist es immer sehr hell. Und jetzt können diese Opakphasen entweder manchmal so konzentrisch in Kontren vorkommen, ja, der Kontrenrand selbst ist hier außen, oder mehr so heterogen verstreut in Kontren. Oder mal so als größere Tröpfchen oder am Rand von Kontren. Hier ist jetzt wirklich das Metall mehr am Rand von der Kontre. Muss nicht Metall sein, kann auch Sulfid sein. Oder eben in größeren Tröpfchen am Rand von Kontren. Also das Metall kann sehr unterschiedlich, oder die Opakphasen, das Sulfid kann es ja auch sein, kann sehr unterschiedlich vorkommen. Und manchmal kann es natürlich auch sein, wenn man eine Kontre hat und dann ist irgendwo so ein Opak Korn hier drin, dass wenn die Kontre hier geschnitten wird, sieht es so aus, als wäre keine Opakphase drin, so wie in den vorherigen Kontren. Und wenn hier durchgeschnitten wird, dann sieht es halt aus, als wäre da eine Opakphase drin. Was man auch sehen kann, ist, dass die Kontren oftmals so einen Staubrand haben. Ja, also das ist hier so ein Staubrand. Das hier außenrum ist ja alles Matrixmaterial, aber dann gibt es immer mal wieder so diese Staubränder um diese Kontren rum. Das ist auch recht charakteristisch. Die haben die vielleicht später aufgesammelt, vielleicht auch auf dem Mutterkörper aufgesammelt, das ist nicht so ganz klar. Die gibt es auch in unterschiedlicher Ausprägung und man kann es dann noch auch im großen Detail studieren. Dann gibt es die Typ 2 Kontren, da steckt dann das Eisen im Silikat selbst drin.
Also nicht wie bei den Typ 1 Kontren, wo man diese Tröpfchen hat, die wahrscheinlich Entmischung sind. Als die Kontre geschmolzen waren, hat sich Opakphase, Metall und Silikat entmischt, wie Öl und Wasser, das ja auch nicht mischbar ist. Es sind auch Silikat- und Metallphasen nicht mischbar. So sind die reingekommen. Jetzt Typ 2 Kontren haben seltene Opakphasen. Und dann hat man hier so eine porphyrische Typ 2 Kontre, hier ganz klar porphyrische Typ 2 Kontre. Manchmal kann man hier noch reliktisch sehen, dass hier mal im Kern oder hier das Ganze magnesiumreicher war. Das heißt, dort ist das Eisen erst später zu dem Olivin, in dem Fall so dazugekommen. Hier hat man auch wieder so einen Ring außen, das ist in dem Fall nicht Pyroxen, sondern in dem Fall ist es SiO2, das ist dann oftmals Cristobalit oder sowas. Und hier auch eine Typ 2 Kontre, das sind die Silikate, die Olivine einfach heller, wieder wegen des Z-Kontrasts, weil dort dann mehr Eisen drin ist. Dann haben viele von diesen porphyrischen Kontren eine mineralogische Zonierung. Die ist nicht immer leicht zu erkennen. Ich hatte es gerade schon ein bisschen gezeigt, aber die beiden sind auch mineralogisch zoniert, obwohl man das so in der Form jetzt nicht sofort erkennen würde. Deshalb kann man Falschfarbenbilder herstellen, wo man dann die unterschiedlichen Phasen, wie Olivin in dem Fall zum Beispiel rot macht und den Pyroxen blau macht. Und dann kann man sehr gut sehen, dass es eine Zonierung gibt im Kern Olivin und außenrum der Pyroxen. Das Grüne dazwischen ist dann noch die Mesostase. Aber diese mineralogische Zonierung ist sehr häufig und deshalb werden Kontren auch eingeteilt in mineralogisch zoniert porphyrische Kontren und mineralogisch unzoniert porphyrische Kontren. Die unzoniert ist jetzt hier gerade nicht gezeigt. Das hier ist jetzt mal ein sehr schönes Bild einer Kontre im praktisch dreidimensionalen. Das ist mit einem Sekundärelektron gemacht. Und das ist jetzt ein Chip, ein Körnchen eines Meteoriten, eines CM-Chondriten. Und hier sieht man jetzt mal diese ganze Kontre und kann sehr schön diese einzelnen, hier zum Beispiel Forsterit-Körner, wirklich erkennen, dass es dreidimensionale Strukturen sind. Hier außen ist dann wieder mehr der Pyroxen oder hier kann man auch den Pyroxen sehen. Das Ganze mal ein bisschen vergrößert, sieht man hier die sehr schönen dreidimensionalen Olivine. Da ist jetzt die Mesostasis irgendwie rausgebrochen, aber man kann wirklich erkennen, wie diese Olivine in dieser Kontre aus dieser Schmelze eben kristallisiert sind. Dann weitere Typen sind die Balken-Olivin-Kontren. Sind schon sehr viel seltener als die porphyrischen, da gibt es vielleicht 80-90%, von den Balken-Olivinen vielleicht so 5% plus minus ein bisschen. Dann hat man hier diese einzelnen Balken, die man hier schon in der zum Beispiel sehr gut sehen kann, aber auch hier. Und jetzt nimmt man eben an, um die zu erklären, dass man eine Schmelze hatte und diese Schmelze war komplett homogen und hatte keinerlei Nukleationskeime. Und weil sie keine Nukleationskeime hatten, ist die Schmelze sehr schnell abgekühlt, abgeschreckt und dann müssen in der Schmelze Kristalle entstehen, die eine extreme Oberfläche haben. Und diese Balkenolivine sind so skelettartig, wenn man die in 3D anguckt, und die haben eine extreme Oberfläche. Und so wird die gesamte Energie dieser extrem schnellen Abkühlung aufgenommen. Und man erhält die. Und zwischen den Balken ist dann, verbleibt die Mesostasis, die auch mal, oftmals dann glasig ist. Im Gegensatz zu porphyrischen Kontren, also das wäre jetzt praktisch die BO-Kontre hier, und bei porphyrischen Kontren wäre es so, da hätte man auch die Schmelze. Aber in dieser Schmelze gibt es immer noch Nukleationskeime. Und dann kann an diesem Nukleationskeim in dieser Schmelze der Olivin kristallisieren. Man erhält dann eine porphyrische Kontre. Also das wird dann eine PO-Kontre hier. Und damit es eine BO-Kontre wird, damit die Schmelze komplett nukleationsfrei wird, muss die Schmelze entweder sehr hoch erhitzt worden sein, höher als die Schmelze der porphyrischen Kontren, oder sie muss bei einer hohen Temperatur für längere Zeit gewesen sein, die dann auch die ganzen Nukleationskeime zerstört. Also da ist ein gewisser genetischer Unterschied zwischen BO und PO-Kontren. Dann gibt es auch noch so Kontren wie hier. Da gibt es auch solche radialstrahlichen Dinge, das können dann auch mal Pyroxene sein. Die entstehen dann, indem man eine Schmelze hat, und die ist eben SiO2-reicher, deshalb Pyroxene. Und dann kommt an einer Stelle, bei geringen Temperaturen schon, gibt es hier so einen kleinen Seed-Kristall. Und von dem aus kristallisieren dann ganz schnell diese Pyroxene, sodass es so eine radialstrahlige Struktur gibt. Und dann hat man hier diese radialstrahligen Pyroxen-Kontren. Dann gibt es noch weitere und seltenere Typen. Zum Beispiel hier gibt es die kryptokristallinen Kontren. Kristallin. Die können
Hier haben sie noch eine leichte Struktur, die können aber auch praktisch komplett homogen sein, also da ist überhaupt gar nichts kristallisiert. Dann gibt es sowas wie hier diese mikroporphyritischen Chondren, also hier gibt es ganz kleine individuelle Kristalle, das ist auch ein porphyrischer Chondron, aber halt sehr klein, sagt mikroporphyritisch, also im Grunde ein Untertyp der porphyritischen. Hier gibt es so Abschreckungsstrukturen drin, das wären auch eher sowas wie Kryptokristalline, dann gibt es hier so ganz ungewöhnliche mit. Das hier sind alles SiO2, Cristobalit oder sowas vielleicht, Tröpfchen in einer Pyroxen-Matrix, also das muss eine Entmischung gewesen sein von Pyroxen und SiO2 hier, aber das sind wie gesagt so seltenere Typen. Dann können Chondren auch miteinander kollidieren und aneinander haften bleiben, im Schmelzzustand beispielsweise. Und dann bekommt man sowas, das nennt man Compound-Chondre, man könnte es Verbund-Chondre im Deutschen nennen. Das sind dann eben zwei Chondren, diese eine hier in Gelb, um die dann hier, die mit Grün umrandet ist, sich da anschließt. Und auch die können teilweise, wie man hier sieht, so ein bisschen Staubränder haben. Wenn man so ein bisschen schaut, dann sieht es aus, als hätten die das. Also der muss irgendwie sekundär dann noch mit da drum gelagert haben. Dann kann man das Ganze zusammenfassen. Also es gibt porphyrische Chondren, die werden auch PO, POP und PP-Chondren genannt für Porphyritic Olivine, Porphyritic Olivine Pyroxene und Porphyritic Pyroxene Conduits. Das sind aber meistens einfach nur Schnitteffekte. Man hat ja gesehen, dass oftmals die Chondren auch zoniert sind oder unzoniert. Und wenn man dann so eine zonierte Chondre hat, die Olivine im Kern hat und darum liegt dann noch Pyroxen, dann hängt es natürlich davon ab, wo die vielleicht geschnitten wird. Und wenn man dann einen Schnitt hat, der beispielsweise hier durchgeht, hat man vielleicht eine PP-Chondre. Wenn man hier durch hat, hat man vielleicht eine, also es wäre nur PP. Dann, wenn man hier durch hat, wäre es vielleicht so etwas wie POP. Wenn man hier durchgeht, wäre es PO. Also dann hätte man fast nur noch Olivin. Von daher ist POP rein deskriptiv. Diese Zonierung, die meint vielleicht noch einen genetischen Ursprung durch den Austausch mit Gas, mit der Umgebung, wo aus dem Olivin mit umgebenden SiO-reichen Gas dann sich der Pyroxen gebildet hat. Dann gibt es Balken-Olivin-Chondren, diese radialstrahligen Pyroxen-Chondren, kryptokristalline Chondren und diese mikroporphyrischen Chondren, wobei die Hauptchondren wahrscheinlich die hier vorne sind alle und ganz besonders Hauptchondren sind eben diese porphyrischen Chondren hier. Und schließlich gibt es dann noch die Compound-Chondren, die zusammengeschweißt sein können aus zwei, können auch mehr Chondren sein. Und das ist mal ein Überblick über die verschiedenen Chondren-Texturen und wie die verwendet werden, um die Chondren zu klassifizieren und eben auch genetische Aussagen zu machen, wie heiß müssen die Chondren gewesen sein, wegen der Nukleationskeime, schnell abgeschreckt wegen dem Glas, mineralogische Zonierung und Austausch mit der Umgebung, Staubränder, die darauf hinweisen, dass noch sekundär was angelagert wurde und so weiter, lässt sich aus all dem schon sehr viel auch genetisch ablesen.